Wir, Alex und die Sonja, wir heißen euch herzlich willkommen hier aus dem wunderschönen Bad Waldsee bei Bombenwetter, traumhaften Bedingungen. Ein herzliches Willkommen hier. Schön, dass ihr den Weg auf unseren Kanal gefunden habt. Woohoo! Auf unserem Kanal geht es um die Schönheit des Ultraleichtfliegens und alles rund um unsere C42. Und wenn ihr Spaß habt, uns bei unseren Abenteuern zu begleiten, abonniert gerne diesen Kanal. Wird uns mega freuen. Ja, und zwar nehmen wir euch heute mit auf ein tolles Abenteuer. Und zwar fliegen wir in die mittelalterliche Stadt Rothenburg ob der Tauber, werden uns da zwei Fahrräder schnappen und ein bisschen die Stadt erkunden. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Lass uns gehen. Los geht's. Ja, willkommen an Bord unserer C42. Ja, ich glaube, die Sonja macht sich doch deutlich besser als die Radschuhe, die ich das letzte Mal mitgenommen habe. Wie vorher schon gesagt, es geht nach Rothenburg ob der Tauber heute. Wird so eine Stunde, 10 Minuten Flug sein von hier. Und denke, wir werden mal einen ganz schönen Tag verbringen heute. Wetter ist ziemlich gut. Von dem her steht eben nichts im Wege. Morgen soll es wieder richtig schlecht werden, die nächsten Tage. Eigentlich gestern war es schlecht. Heute haben wir so ein Zeitfenster genutzt, wo es richtig toll ist. Spaß mit dem Video. Ein ganz schöner Start, ne? Ein schöner Start, nach so langer Zeit. Ja, ist schon eine Weile her bei dir. Das sagen wir eigentlich jedes Mal. So, wir bauen jetzt erst noch ein bisschen höher auf, bevor wir über den Wald da fliegen. Ja, jetzt nochmal als kleines Follow-up zu meinem 100-Stunden-Kontrollen-Video. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, was jetzt im Endeffekt die Propellerverstellung gebracht hat. Und heute ist der perfekte Moment, um das zu testen, weil wir haben Windstille draußen, es bockt nicht, es macht gar nichts, keine Thermik, kein Wind, kein gar nichts. Und wir fliegen jetzt mit 4600 Umdrehungen pro Minute und haben jetzt bei rund 4000 Fuß, haben wir uns ausgelevelt und haben eine Ground Speed zwischen 155 und 160 km/h. Wir sind zu zweit, wir haben den Hobel vollgetankt, also wir sind jetzt auch quasi an den 472 Kilo Limit angekommen. Und dafür haben wir echt eine ordentliche Grauzeit. Das war davor, hast du vergessen können. Also davor warst du mit 4800 Umdrehungen, warst du bei 130, 140 km/h Groundspeed. Und da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr zufrieden damit. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man hat es gemerkt, beim Start braucht man seine paar Meter länger, bis er hochkommt. Da zieht sie nicht mehr ganz so unten raus. Aber wir haben trotzdem noch, wir waren bei 150 Meter waren wir in der Luft, davor waren es halt bei 100 Meter. Alles gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß nicht, ob man es auf den Außenkameras sieht, vor uns habe ich da so ein paar Wolken aufgetürmt. Sind wir gerade schon fast ein bisschen zu hoch, um unten drunter zu fliegen, aber zu tief, um über drüber zu gehen, müssen wir uns ein bisschen außen rumschlängeln. So, wir haben uns bereits angemeldet in Rothenburg und sind jetzt dann gleich im Gegenanflug. Platzrundenhöhe 2500 Fuß, da müssen wir noch ein bisschen abbauen. Ja, die war doch schön, die war schön. Sehr geil, sehr geil. Aber ich habe sogar die Centerline getroffen. So, herzlich willkommen in Rothenburg ob der Tauber. So, Dalle. Welcome. Sehr schön. So, jetzt schnappen wir uns auf jeden Fall mal ein paar Fahrräder und dann geht's schon ab in die Stadt. Hast du Lust, Sonja? Ja. Bist du bereit? Bereit. Sportlich in Topform. Naja, aber kriegen wir schon hin.
Ja, ich war ja noch nie in so einer mittelalterlichen Stadt, aber die ist echt schön. Hier gibt es jede Menge zu sehen. Echt prima. Das solltet ihr jemals hier sein, nehmt die 250 in die Hand, klettert auf den Turm hoch, 220 Stufen. Ihr werdet mit einer wahnsinnigen Aussicht belohnt, war echt mega. Sonja hat sich fast eingeschissen, Sonja hat übelste Höhenangst, man mag es kaum glauben. Also mir war es da oben schon auch mulmig, aber die Sonja musste sich an jeder Reling irgendwo festkrallen. War auf jeden Fall echt mega da oben. So, wir sind zurück an unseren Fahrrädern angekommen und wir beamen uns jetzt zurück zum Flugplatz. Ja, liebe Leute, was haben wir heute gelernt? Rothenburg ob der Tauber, eine wunderschöne Altstadt. Hätte ich niemals gedacht, echt traumhaft schön. Wenn ihr hier seid, schnappt euch ein Fahrrad, das könnt ihr gegen eine kleine Spendengebühr hier ausleihen am Tower. Ganz nette Leute hier, fahrt in die Stadt rein, sind ungefähr 15 Minuten Fahrzeit. In die Stadt geht es ein bisschen bergauf, nicht entmutigen lassen, dafür geht es dann zum Flugplatz hin, nur noch bergab. Super schön. Und was haben wir noch gelernt? Ja, die Sonja hat Höhenangst, die hat sich fast eingeschissen da oben. Ne? Das war mir jetzt auch neu, man lernt halt nie aus. Ne? Wir machen jetzt die C42 wieder startklar und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Cockpit wieder. Rotenburg Entschuldi, Delta Mike Solo Uniform Sierra am Abstellplatz in der C42, zwei Personen zurück nach Bad Waldsee. Delta Uniform Sierra, die 21 zum Rollhalt 21. 5 Sierra zum Rollhalt 21. Ich habe das erste Mal von dir ein Video gemacht. Ich habe hier angefangen mit einer Wolke, mach rüber, mach das und was machst du? Nimmst dein Handy in die Hand. Jo. Ja, das ist toll. Ich dachte mir, das war eine gute Idee. Ich habe ein Video von dir gemacht, das erste Mal. Von hier rüber. Ich hatte eine schöne Wolke, bin schön langsam rüber. Ja, hast du mit Weitwinkel gemacht. Was? Mit Weitwinkel. 0,5. Aber Hochformat macht man das.
So, hast du schon mal die Drücker in der Hand für die Schranke? Fallen lassen bitte, sehr wichtig. Das Fenster ist jetzt. Fenster ist zu, jawohl. Aber das ist auch ein Button. Das ist auch ein Bändel dran. Hier wunderschönstes Wetter im Süden der Republik. Da oben war es ja doch ziemlich stark bewölkt, was das Ganze natürlich auch interessant gemacht hat. Aber hier kein Wölkchen weit und breit. Dafür ist bockt schon auch ordentlich, aber wir hatten schon schlimmere Tage. Wir haben ja bei unserem Platz PPR-Regelung, das heißt, wir haben keinen Flugleiter. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal einen Überflug und wir gucken uns die Windrichtung an. So, fahren wir mal komplett raus. Komplett raus, tun wir die Kiste schön abfangen. Abfangen, 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 schweben, 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 schweben. Ja, das passt doch. Das passt doch. Ein herzliches Willkommen hier aus Bad Waldsee. Schranken bitte hoch. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mit dem Video hier. Toll, dass ihr mit dabei wart bis zum Schluss. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also macht es gut. Servus, ciao. Tschüss.